Bahnsteig. Ist das Adewale? Oh Gott! Branda! Falls sie durchbrechen, vernichten sie unsere Flotte! Dann sollten wir das verhindern. Ich erkenne das Schiff, Sir! Es ist die Expato Credel! Adewale. Welch Glück für ihn, dass wir andere Ziele haben. Abgemacht. Wir müssen diese Branda loswerden. So, erstmal diese Brennschiffe hier mal runterholen. Zum Glück geschafft, haben wir. Oh Gott, 4 Stück jetzt. Feuer! Mach die Mörser klar, Shay. Wir sind genau in ihrem Weg. Wir müssen den Brander versenken oder von ihr fort. Eine weitere Welle Brander, Captain. Oh oh, sieht echt gerade ganz schön übel für uns aus. Wir haben nicht genügend Power für die. Ich glaube, Master Kenway hat recht, Captain. Mörser könnten sich als vorteilhaft erweisen. Erzähl doch keinen Quatsch hier von irgendwelchen Mörsern. Wir schaffen es auch ohne. Eigentlich nicht, aber es geht schon irgendwie. Was? Noch mehr Feinde um weitere Brander? Vielleicht sollten wir uns zurückziehen. Krieg und Vernunft passen nicht immer zusammen, Captain. Es ist noch nicht vorbei, Männer. An die Kanonen! Oh Mann, das sagst du aber auch jetzt gerade so einfach. Genau in ihrem Weg! Wir müssen den Brander versenken oder von ihr fort! Nein, scheiße, sie haben uns! Ach, fick dich, ey. Gerade war ich hier so gut dabei gewesen, das haben sie uns aber doch noch zerlegt. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Noch mehr Feinde, Sir! Und weitere Brander! Okay, diesmal haben wir hier volles Leben. Vielleicht sollten wir uns zurückziehen. Krieg und Vernunft passen nicht immer zusammen, Captain. Es ist noch nicht vorbei, Männer. An die Kanonen! Ja! So. Geladen, Sir. Boah, diese Brander sind natürlich echt mega heftig. Wir suchen aufeinander. Wir sind genau in ihrem Weg. Wir müssen den Brander versenken oder von ihr fort. Boah, wie sie uns schon wieder runtergehauen haben. Wie uns schon wieder runtergehauen haben. Ja, ich merke das schon, Leute. Ich merke das schon. Wir sollten die Mörser abfeuern, Captain. Ja, also, ist ja klar. Ich bin noch gerade gar nicht in der Reichweite für Mörser. Und jetzt Mörser. So. Ja, scheiße. Ah, fuck it. Okay, da muss ich jetzt echt mal gucken, wie ich das jetzt hier so am besten hinkriege. Das ist jetzt gar nicht mal so einfach. Ja, ich weiß, die Mörser einsetzen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich für die Mörser... Volle Segel! Bewegung! Segel setzen! Nutzt noch mehr Feinde! Und weitere Brander! Es ist ordnungslos! Vielleicht sollten wir uns zurückziehen! Krieg und Vernunft passen nicht immer zusammen, Captain. Es ist noch nicht vorbei, Männer. An die Kanonen. Ja! Und jetzt Mörser Power. Daneben. Feuer. Genau in ihren Weg. Wir müssen den Brander versenken oder von ihr fort. Alle, wie sie uns einfach gleich sofort runterziehen. Das gibt's doch nicht.
Ja, es war jetzt klar. Ich sterbe ja immer schneller. Vielleicht sollte ich auch nicht unbedingt auf sie zuhalten, sondern eher so von der Seite so ein bisschen agieren. Natürlich, diese Brander sind halt extrem krass, weil die halt diesen super krassen Schaden machen. 10 Schiffe mit... Vielleicht sollten wir uns zurückziehen. Aber gut, es ist ja auch ein hoffnungsloser Kampf hier. Die Vernunft passen nicht immer zusammen, Captain. Es ist noch nicht vorbei, Männer. An die Kanonen. Ja! Sollten wir mal so ein bisschen mit taktischem Fahren arbeiten. Okay, das sieht jetzt schon ein bisschen besser aus, was ich jetzt hier gerade mache. So, mit dem Mörser klappt es jetzt dann ganz gut hier. Ich glaube, Master Kenway hat recht, Captain. Mörser könnten sich als vorteilhaft erweisen. Ja, das sagst du jetzt auch nicht gerade zum ersten Mal. Also wartet mal. Ja, wir müssen ein bisschen an. Ich würde sagen, die Gefahr ist vorüber. Okay, jetzt müssen die aber die Schiffe da vorne noch versenken. Sie haben jetzt nur nicht mehr so einen krassen Geleit, wie sie eben noch hatten. Jetzt können wir die nämlich schön aufgabeln. Mach die Mörser klar, Shay. Ja, ich bin schon dabei, aber da müssen wir natürlich auch so ein bisschen auf Reichweite gehen, mein lieber Hafen hier. Und irgendwie... Ah, jetzt kommen wir wieder näher ran. Ich glaube 500 Meter oder so haben die Mörser Reichweite. So. Ja, ja, er erwischt uns schon. Aber wir ihn auch. So, wir haben den ersten. So. Wir sollten die Mörser abfeuern, Captain. Ah, ausnahmsweise mal eine ganz gute Idee. Gut, dass ich da nicht selbst drauf gekommen bin. Boah, krass, wie so ein Mörser reinhauen kann, ey. Echt heftig. Das ist die Royal Navy. Das war aber in letzter Minute, Captain Cormac. Das Kriegsglück wendet sich. Das war großartig, nicht wahr? Es ist noch zu früh zum Jubeln. Adewale ist da draußen. Wir werden ihn schon noch zum Tanz bitten können, Master Kenway. So. Ja, die Erinnerung 01 Kriegsschiffe abgeschlossen mit 80% natürlich wieder. Ja, ich habe den Mörser noch ein bisschen zu wenig benutzt, aber letztendlich habe ich es ja geschafft und darauf kommt es ja auch an. So, dann bin ich mal gespannt. Ja, der nächste Assassine, den wir wahrscheinlich töten müssen, ist dann Adewale. Und ich habe schon fast das Gefühl, der letzte Assassine, den wir töten müssen, das wird unser guter Freund sein. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das wird noch richtig, richtig spannend hier. Master Kenway scheint entschlossen, Adewale zu vernichten. Ihr nicht? Er ist ein mächtiger Mann und ein Symbol der Hoffnung für die Assassinen. Seine Liquidierung würde sie im Mark erschüttern. Würde es, ich weiß. Aber es ist eine Schande,
Er ist ein guter Mann, Gist. So wie der ältere Washington. Und Smith. Ich habe gerne mit ihm getrunken. Wardrop auch, obwohl er nie viel vertragen hat. Er und Weeks haben sich nie verstanden, wisst ihr? Falls ihr mein Gewissen auf die Probe stellen wollt, dann ist es euch gelungen. Wir leben in Kriegszeiten, Shay. Aber für uns ist immer Krieg. Ihr klingt wie mein Onkel Jedediah. Er war ein alter Grießkram. Ich muss euch sagen... Ein andermal, Gist. Ah, ja, Sir. Ich glaube, ich segle gerade falsch rum. Ach du Schreck. Ach, ich muss gleich das ganze Gebiet wechseln. Da können wir dann natürlich die Schnellreise benutzen. Dann sind wir ja auch viel, viel schneller raus hier. Ja, aber wie ich schon gesagt habe, Adewale wird dann unser nächstes Ziel werden. In so einer großen Welle zu wenden ist nicht unbedingt das, was man auf jeden Fall machen sollte. So. Dann reisen wir mal ins River Valley, denn da müssen wir ja auch hin. Ach du Schreck, 4 Kilometer müssen wir jetzt. Können wir da nicht auch irgendwie durch Schnellreise hin? Ich glaube, da sparen wir uns echt jetzt ein bisschen Zeit. Da. Ne, können wir nicht. Ui. Das Schiff nimmt Schaden. Ja, ich weiß, ich bin voll gegen den Leuchtturm gerammt. Aber gut, mittlerweile sind wir eigentlich relativ schnell. Da sollte das schon ziemlich flott alles hier gehen. Roll, Boys, roll, Boys, roll. Hey, Boys. It's a tap of life full of toilet's life. We will man on the call. And we don't give a damn when the gale has stopped. How hard the wind did blow. We're home. Tis a grand old sound on a good ship, home and free. And we don't give a damn when we drink or roam with the girls on old Maui. Rolling down to old Maui, me boys, rolling down to old Maui. We're onward bound from the Arctic ground. Perish months we've passed away in the cold Kamchatka Sea. And now we're bound for the Arctic ground, rolling down to old Maui. Rolling down to old Maui, me boys, rolling down to old Maui. We're outward bound from the Arctic ground, rolling home to old Maui. And now sail with a favoring gale towards our island home. A mainmast sprung, a whale.
So, jetzt. Und dann breche ich mal diesen wunderschönen Shanty, um jetzt hier eben zu gucken, wie ich jetzt hier am besten fahre. Ich sollte mich jetzt hier am besten von hier aus so rumarbeiten. Ist echt jetzt ein bisschen eine Fahrtstrecke hier. Wahrscheinlich hätte ich mich da auch irgendwie noch ein bisschen hinporten können. Aber, naja. Ich bin mal gespannt, wie es hier dann gleich weitergeht. Was? Sonst leckt sie. So, eine blöde. Fahre ich jetzt hier gerade in den... Oh Gott, ja, ich sehe schon. Ach, du Schreck. Der Wind gefällt mir nicht, Sir. Dann kauf dir neun. Arschloch. Ist der einfach mit dem Wind unzufrieden? Gibt's ja gar nicht. Okay, Segel einholen. Top, Ram, Marssegel. Setz Top, Ram und Marssegel. Und was ist mit... Und was ist mit dem Twix-Segel? Ich will auch noch das... Nicht nur das Marssegel, ich will auch noch das Twix-Segel. Ach du Schreck, ey. Frischt auf! Da, dunkler Himmel und raue See! Uiuiui! Segel retten! Alle Segel, sie verträgt das! Top- und Bram-Segel vieren und dicht holen! Ei, ei! So, jetzt haben wir es, glaube ich, gleich hinter uns. Genau. Dieses blöde kalte Wetter hier. Genau, da vorne ist unser Ziel, knapp noch einen Kilometer entfernt. Aber wir fahren hier gerade noch mal durch feindes Land. Aber nicht mehr lange. So, dann lassen wir das alles hier hinter uns. Wir werden noch mal ordentlich beschossen. Aber das kümmert uns nicht. Ah, Quatsch. So, da vorne müssen wir parken. Treffen die Top- und Bram-Segel. Halbe Segel. Ich glaube, dieses Schiff hier ist unsere Mission. Was der Wind uns da bringt. Ahoi und guten Morgen, Gentlemen. Wieder einmal war uns Captain Cooks Findigkeit von Nutzen. Ich habe den Mann ausgemacht, den ihr sucht. Adewale? Ganz genau. Zuletzt war er in einem französischen Fort, 2 Stunden flussaufwärts. Und was sucht der Lump in einem französischen Fort? Sein Schiff ausbessern, nehme ich an. Nach Louisburg. Danke, Master Cook. Wir übernehmen. Lebt wohl und gute Reise. Gentlemen. Das Fort liegt dort vor uns. Gut. Dann frischen Mutes voran. Hm.